Interessante Gefährte sind auf Europas aktivsten Vulkan unterwegs, denn es wird fleißig trainiert, und zwar für einen außerirdischen Einsatz. Warum aber gerade auf dem Ätna? Wir machen das Ganze auf dem Ätna, weil wir hier eine Landschaft vorfinden, deren Oberfläche der des Mondes oder des Mars sehr ähnlich ist. Wir haben das Gelände hier auch schon bei vergangenen Projekten erfolgreich genutzt und sind auch schon mit der Infrastruktur hier sehr vertraut. Optimale Bedingungen also in diesem besonderen vulkanischen Höhentrainingslager auf rund 2600 Metern über dem Meeresspiegel, um das Entnehmen von Gesteinsproben, die Fortbewegung und Kommunikation zu üben. Die Robotertestungen sind Teil eines Projekts der Europäischen Weltraumorganisation ESA und des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums. Für zukünftige Raumfahrtmissionen spielen die kleinen Fahrzeuge eine wichtige Rolle, denn sie können in Bereiche vordringen, in denen es für Menschen zu gefährlich ist und wertvolle